Ho, 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 es weihnachtet sehr. Okay, nur für alle, die auch schon vor Weihnachten dieses Video sehen. Wie wäre es denn mal mit einem schicken Gaming-PC zu Weihnachten? Hallo Freunde der Weihnachts-Gaming-PCs und willkommen zu einem neuen Video. Lasst uns mal auf die Uhr gucken. Es ist der 18.12.2022. Das heißt, ein paar Tage noch Zeit bis Weihnachten. Und ich sehe es doch genau in euren glitzernden Augen. Einige von euch, die nutzen entweder noch einen steinalten Gaming-PC oder haben sogar überhaupt keinen zu Hause. Na, das geht mal überhaupt nicht. Haben wollt ihr einen oder zu viel Geld jetzt auch nicht ausgeben? Überhaupt kein Problem. Der neue, das Monty-PC von meinem Partner Krotus Computer, der vereint alles, was ihr braucht. Das heißt, hohe Leistung, ein schickes Aussehen, wie ihr seht, und einen weihnachtlichen Preis. Ist das nichts? Und das Tollste daran ist, wenn ihr dieses Video erst nach Weihnachten seht, ist er natürlich immer noch zu haben. Also, was haben wir hier denn jetzt eigentlich Schickes? Der Gaming-PC, das Monty Edition 6800 für schlanke 1350 Euro. Ja, ich weiß, aktuell gibt es Grafikkarten, die kosten genauso so viel wie dieser PC hier allein, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis dort ist, sagen wir mal so, sehr bescheiden. Dieser PC hier ist aber so schnell, dass ihr nahezu alle Spiele in WQAD mit maximalen Settings spielen könnt. Also genau das, was die meisten von euch eigentlich jetzt auch suchen. Sind 1350 Euro für diese Anforderungen nicht ein bisschen zu günstig? Ja, sicherlich sind sie das. Aber wenn man etwas bei der Komponentenauswahl acht gibt und sich die besten Preis-Leistungs-Produkte raussucht, dann ist sowas sogar komplett fix und fertig zusammengebaut möglich. Denn das Zusammenbauen ist gar nicht mehr nötig. Den PC könnt ihr nämlich genauso fix und fertig wie hier bei Krotus Computer auch bestellen. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn die ein oder andere Komponente vielleicht doch nicht zusagt, der ändert diese einfach im Konfigurator von Krotus Computer ab. Größere SSD überhaupt kein Problem, mit wenigen Klicks ist das nämlich schon erledigt. So, nun wird es aber glaube ich mal langsam Zeit, die einzelnen Komponenten vorzustellen. Los geht's! Die Komponenten. Eins sollte klar sein, für 1350 Euro gibt es natürlich nicht durch die Bank nur High-End-Komponenten. Wir haben hier einen sehr guten Sweet-Spot an besten Preis und Leistung rausgesucht, denke ich. Und das geht schon mit dem eigentlichen Gehäuse hier los. Das Gehäuse kannte ich übrigens selbst vorher noch nicht. Das hat nämlich ganz allein Krotus Computer zu diesem PC beigetragen. Das Shakun RGB Wave. Also, ich muss ehrlich sagen, das Teil ist schon verdammt schick. Die Wellenform hier in der Front ist mal was ganz, ganz Neues. Dazu sind gleich 4 RGB-Lüfter verbaut, die passend zu Weihnachten das ganze Teil wunderschön zum Leuchten bringen. Das Teil schluckt volle ATX-Boards, bietet sogar Platz für kompakte Wasserkühlung. Eigentlich alles, was man nur benötigt. Das Beste ist aber der ungeschlagene Airflow. Denn wo man auch in das Gehäuse schaut, alles ist offen. Und sorgt natürlich für eine sorgenfreie Frischluftzufuhr. Ein Nachteil hat das natürlich. Laute Lüfter hört man hier natürlich überall problemlos durch. Aber die verbauten Lüfter, die kann man auch sehr leise betreiben. Dann kommen wir zum Herz des PCs, nämlich der CPU. Wir haben es hier mit einem Ryzen 5 5600 von AMD ohne X zu tun. Dieser ist etwas preiswerter als die X-Version, in Spielen aber so gut wie nicht langsamer. Der niedrigere Takt schlägt sich hier, glaube ich, eher meistens so in Anwendung nieder. 6 Kerne, das ist der Kompromiss, den man hier eingehen muss, wenn man bei einem solchen Preis landen will. Wer mehr will, der kann aber natürlich eine andere CPU im Konfigurator auswählen. Zum Zocken reichen 6 Kerne aktuell aber noch vollkommen aus. Gekühlt werden muss der 5600 natürlich auch. Auch wenn der mit seinen 65 Watt DP nicht wirklich hohe Anforderungen hat. Daher haben wir uns für den kleinen, aber sehr schicken Be Quiet Pure Rock 2 Silver entschieden. Ihr wisst ja, dass ich ein kleiner, ja oder vielleicht sogar ein großer Be Quiet Fan bin. Damit bleibt der 5600 auf jeden Fall extrem kühl. Das Wichtigste im Gaming-PC ist natürlich wie immer die Grafikkarte. Wenn wir auf den Preis achten, dann sind Nvidia-Karten quasi komplett raus. Mit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aktuell in der gehobenen Klasse hat zurzeit wohl die AMD Radeon RX 6800. Sie bietet gigantische 16 GB Videospeicher, 3840 Rechenkerne sorgen für eine zügige Pixelbeschleunigung. Nahezu jedes Spiel kann die 6800 in WQAD mit maximalen Details wiedergeben. Und natürlich ist auch Raytracing kein Problem für sie, wobei hier und da sicherlich noch das Helferlein FSR eingeschaltet werden sollte.
Aus Preis-Leistungssicht eine der besten Grafikkarten aktuell. Beim Arbeitsspeicher dachten wir einfach mal, besser klotzen als kleckern. Hier gibt es nämlich ausnahmsweise keinen Kompromiss. Denn 16 GB sind zwar aktuell noch vollkommen okay zum Zocken, aber das wird schon so ein bisschen eng mittlerweile. Daher haben wir mit 32 GB DDR 3600 die volle Dröhnung genommen. Die G-Skill RipJaws 5 kommen hier als Kit zum Einsatz und sorgen für ein sorgenfreies Gaming mit reichlich Arbeitsspeicher. Ja, und das alles droht auf dem Asus Prime B550 Plus. Und ja, ich kenne doch meine Zuschauer, Asus ist und bleibt eure Lieblingsmarke. Daher bitteschön, ein Asus Mainboard ist verbaut. Und ja, trotz Asus ist das hier ein echtes Preis-Leistungs-Mainboard, das ich aber vor teuren Modellen nicht immer verstecken muss. Lediglich die Kühlung und die Optik der IO-Blende, die fallen hier vielleicht so ein bisschen ab. Genug USB-Anschlüsse für jede Lebenslage, 6x SATA, 1x PCI Express 4.0 M2-Anschluss. Wer noch nachrüsten will, kann auch den 3.0-Anschluss für eine weitere M2-SSD nutzen. 4 RAM-Bänke, reichlich Lüftanschlüsse und natürlich könnt ihr euer komplettes RGB-Bling-Bling über das Mainboard steuern. Für ein Ryzen 5600 die perfekte Kombination. Apropos SSD, Krotus Computer setzt ihr meistens auf den günstigen Anbieter Fastro. Eine 1TB MS150 kommt hier zum Einsatz. Für PC Express 4.0 ist das Preislimit einfach zu eng, aber 3.0 reicht vollkommen aus und ist schnell genug für alle aktuellen Spiele. Und wer noch mehr Speicher will, der kann natürlich gerne eine 4.0 SSD einbauen oder diese im Konfigurator einfach ändern. Strom. Ja, wo bekommt man heutzutage Strom her? Das ist im Jahre 2022 sicherlich eine gute Frage. Aber solange der Strom noch läuft, bekommen wir auch den PC zum Laufen. Vorausgesetzt, ein Netzteil ist natürlich verbaut. Mit dem BeQuiet Pure Power 11 650 Watt haben wir schon fast wieder geklotzt. Denn etwas kleiner hätte auch gereicht. Aber für späteres Aufrüsten kann man die paar Euro immer in die Hand nehmen und besser gleich ein größeres Netzteil einbauen. Die 650 Watt reichen auch für deutlich stärkere GPU-CPU-Kombinationen aus. Ja, schick, schick, das alles im zusammengebauten Zustand, würde ich mal so sagen. Aber hält der PC auch, was der Monty verspricht? Ab zu den Benchmarks. Die Benchmarks. Und los geht es natürlich wie immer mit den 3D Marks und dem Firestrike Extreme. Das ist für den PC mit einem Fingerschnipp erledigt. Stolze 22.720 Punkte Graphics Score spuckt er aus. Das ist genau der Wert, den man von der 6800 auch erwartet. Das gleiche natürlich im TimeSpy, der perfekte WQAD-Benchmark ist. 16.725 Punkte im Graphics Score sind mehr als ordentlich und sogar sehr nah an einer RTX 3080 10GB dran, die aber halt massiv teurer ist als eine 6800 von AMD. Ja, und eine RTX 3070, die wird hier sowieso locker versenkt. Ja, ihr kennt mich, auch wenn das ein das Multi-PC ist, ich bin immer ehrlich zu euch. Denn nun gibt es den Port Royal Retracing Benchmark und AMD-Karten stinken hier leider ein wenig gegen Nvidia ab. Da ist hier einfach nichts dran zu ändern. Hier sind 7879 Punkte zwar das Erwartete, aber das ist sogar leicht unterhalb einer RTX 3070 von Nvidia. Das ist der einzige Nachteil der 6800. Raytracing geht, aber hier sind und bleiben Nvidia-Karten einfach stärker. Jetzt gucken wir uns aber mal die echte Praxis an, denn 3D-Marks hin oder her, entscheidend ist ja, was auf dem Platz passiert oder wie hieß das nochmal. Und ganz neu habe ich nun das erste Mal Call of Duty Warzone 2 mit reingepackt. Das ist der neueste Ableger und optisch richtig gut gelungen. Das Spiel schnurrt nur so in maximalen Einstellungen WQAD dahin, die meiste Zeit mit deutlich über 100 FPS. Zu verdanken haben wir das sicherlich auch dem großen Speicher der 6800er Grafikkarte, denn mit fast 15 GB ist dieser in Warzone verdammt gut gefüllt. Kein Problem für die 16 GB der 6800. Gebt acht, Zauberer! Der Kampf ist noch lange nicht vorbei!
A Plague Tale: Requiem ist wohl das aktuell schönste Spiel auf dem gesamten Markt. Leider hat die Grafikpracht aber ihren Preis, nämlich heftige Hardware-Anforderungen natürlich. Der neue, das Monty-PC, stellt das Spiel zwar jetzt nicht unbedingt mit Leichtigkeit, aber mit FSR in den Qualitätseinstellungen kommen wir mit Ultra-Details in WQHD zumindest in 60 FPS sehr nah. Das Spiel läuft absolut flüssig, mehr braucht man für so eine Art Spiel nämlich nicht. Ich bin auf jeden Fall ziemlich zufrieden. Ein Kinderspiel ist natürlich Doom Eternal für diesen PC. Hier ist auch UHD überhaupt kein Problem, aber hier ist selbst Raytracing eine leichte Übung für die 6800. Denn mit Raytracing in WQHD sind wir trotzdem oft mit über 100 FPS unterwegs. Was hier aber sehr krass zu sehen ist, ist die Performance, die Raytracing eigentlich benötigt. Denn ohne Raytracing haben wir mal eben mehr als doppelt so hohe FPS-Zahlen vorzuweisen. Und das ist natürlich schon eine Ansage. Auch im Shadows of Tomb Raider Benchmark macht der PC nicht schlapp. In WQHD mit ultra hohen Details spuckt der Benchmark starke 137 FPS aus. Flüssiger geht's kaum. Und natürlich darf eines nicht fehlen, eines der Spiele, die jeder Hardware aktuell am meisten abverlangt. Cyberpunk 2077. WQHD mit Ultra-Details, da lacht das Cyberpunk-Herz. Denn über 60 FPS sind in dieser Szene nahezu immer drin. Und das ohne FSR oder sonstige FPS-Beschleuniger. Der Benchmark bescheinigt dem PC mit über 85 FPS eine ebenso gute Leistung. Aber was ist mit Raytracing? Denn Cyberpunk sieht mit Raytracing merklich schicker aus. Überhaupt kein Problem, schalten wir Raytracing mal auf Mitte. Aber wer zumindest einigermaßen in Richtung 60 FPS unterwegs sein will, der muss hier FSR zuschalten. Mit FSR-Qualität sind hier knapp 50 FPS drin, das reicht für Cyberpunk locker aus. Wobei, auch ohne FSR reicht es eigentlich aus, denn auch hier sind über 40 FPS drin. In Benchmarks kommen wir dann ohne FSR auch über 46 FPS. Und ich kann einfach nicht ohne. Elden Ring muss immer mit dabei sein. Mein Spiel des Jahres 2022. Nicht wahnsinnig fordernd zwar und daher sogar in UAD auf diesem PC locker spielbar mit nah an den 60 FPS in maximalen Einstellungen. In WQHD sind natürlich immer 60 FPS drin. Flüssiger geht das Spiel eigentlich nicht, denn das Spiel hat leider einen FPS-Locker. Das Fazit. Ihr seht schon, wir haben hier wirklich perfekte Komponenten rausgesucht, die dafür sorgen, dass man für relativ wenig Geld einen vollwertigen WQHD-PC erhält. Klar, bei Raytracing muss man mal FSR zur Hilfe nehmen, aber ansonsten ist hier WQHD mit allen Details machbar. Und das bestätigen nicht nur die 3D-Mark-Benchmarks. Aber auch sonst verhält sich der PC sehr, sehr angenehm. Wer will, der kann die Lüfter nämlich noch anpassen und erhält so einen flüsterleisen PC, der trotzdem nicht extrem heiß wird. Der Ryzen 5600 wird selbst in Cinebench R20 nicht über 62 Grad Celsius heiß. Und ähnliches auch bei der Grafikkarte. Mehr als 67 Grad Celsius sind selten drin. Und selbst wenn die 70 Grad mal geknackt werden, ist das alles aber nicht zu heiß. Der PC ist dank der starken Belüftung sehr kühl und auch sehr angenehm leise. Und dank seiner RGB-Beleuchtung noch dazu wahnsinnig schick. Guckt euch das Spektakel hier einfach mal an. Ich kann euch den neuen das Monty PC einfach nur ans Gamerherz legen. Viel günstiger werdet ihr so ein PC aktuell kaum fertig zusammengestellt bekommen. Und denkt dran, wer vielleicht doch noch eine stärkere CPU möchte, der nutzt ihr einfach den Konfigurator vom Krotus Computer. Link zum PC findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen, bei Krotus Computer gibt es noch viele andere Gaming-PCs. Falls ihr lieber einen anderen PC haben möchtet als diesen hier, vorstellen kann ich mir das aber ehrlich gesagt kaum. Ich sag mal wieder, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.